Ich möchte mal ein anderes Stichwort wählen, nämlich Verletzung und Wahrheit. Wobei ich Ihnen mal so die Frage gleich zumuten möchte, ob eine Verletzung nicht auch mal darauf zurückzuführen ist, ja, dass schlichtweg etwas Wahres gesagt wurde. Es gibt also irgendwelche Vorkommnisse oder Bemerkungen oder Ärgernisse, die einfach gerade deswegen verletzen, weil sie wahr sind. Unser Stolz kann damit natürlich ganz schlecht umgehen, kann das nicht zulassen und wir suchen dann sehr häufig nach irgendeinem Schuldigen und finden ja auch zumeist jemanden. Da sitzen zum Beispiel mal zwei Freundinnen zusammen und die eine klagt ihrer Freundin mit vielen Worten, dass sie mit dieser Schwiegertochter nicht zurechtkomme, die sei so sehr distanziert zu ihr und sei von Anfang an so etwas reserviert gewesen. Und diese Freundin, die diese Familie schon lange kennt und so auch die Schwiegertochter, die sagt ihr dann die Wahrheit in der Weise, dass sie sagt, weißt du, du brauchst dich eigentlich nicht zu wundern. Diese junge Frau verhält sich reaktiv. Sie reagiert auf dich, weil du ihr von Anfang an mit Distanz begegnet bist. Du bist immer auf Abstand zu dieser jungen Frau gewesen und hast sie nicht spüren lassen, dass du sie annimmst. Und diese Ablehnung hat sie natürlich aufgefangen. Daraufhin bricht die klagende Freundin das Gespräch abrupt ab, zieht sich zurück und lässt sich beleidigt einige Wochen lang nicht mehr sehen. Was macht hier diese Verletzung aus? Ich denke, es ist einfach so das unangenehme Gefühl, dass hier etwas Wahres ausgedrückt wurde, und zwar etwas Wahres, mit dem wir uns selbst nicht konfrontieren wollten oder wollen. Wir wollen vieles nicht wahrhaben und wenn uns das jemand auf dem Tablett hinhält, dann werden wir wieder reaktiv darauf uns vielleicht beleidigt zurückziehen. Was haben denn Worte oft für eine Bedeutung? Ich glaube, dass viele Menschen die Bedeutung ihrer Worte, die sie aussprechen, nicht ganz genau kennen. Das weiß ich nie, was ein Wort, also in welchem Kontext ein Wort überhaupt steht. Also so ein Wort wie Strafe zum Beispiel kann in dem einen enorm was mobilisieren, dass er sich ständig in der Angst befindet, durch sein Verhalten irgendeine Sanktion auf sich zu ziehen. Und für den anderen bedeutet es eventuell überhaupt nichts. Also diese Konnotation eines Wortes, drum meine ich ja, frage ich lieber erstmal nach, was das für den anderen bedeutet. Denn ich weiß das ja eventuell gar nicht, was das für den bedeutet. Also wenn ich dem anderen jetzt irgendeinen Vorwurf mache, du, da hast du aber zu scharf geschossen oder so, dann kann das sein, dass das für den ein übliches Sprachverhalten ist. Und der sagt, wieso, ich habe doch gar nicht scharf geschossen. Und dann das zu klären, was bedeutet dir das Wort und was bedeutet mir dieses Wort? Oder wie ist das mit der Einsamkeit zu zweit? Wenn so die bange Frage aufkommt, meine Güte, wo ist denn das erste Verliebtsein geblieben? War ich wirklich mal verliebt in diesen Mann, der da heute Morgen unrasiert, schlecht gelaunt und zeitungslesend am Frühstückstisch sitzt und meine Existenz überhaupt nicht zu bemerken scheint? Hier kommt, denke ich, eine Enttäuschung zum Ausdruck. Was machen wir mit dieser Enttäuschung? Das hat doch irgendwie damit zu tun, dass wir bisher vielleicht eben doch, ohne dass wir das wahrhaben wollten, mit einem Bild gelebt haben, was dieser Mann, der mir da gegenüber sitzt, überhaupt nicht repräsentiert. Wir leben ja vielleicht in einer Illusion und jetzt diese Enttäuschung, ich bin ja für ihn Luft geworden. Könnte das eventuell für uns ein Impuls sein, hier eine Wahrheit zu sehen, nämlich die Wahrheit,
Ich habe bisher mit einem Mann gelebt, von dem ich gehofft habe, dass ich ihn zu dem und dem Zeitpunkt schon dahin erzogen haben werde, wie ich ihn mir wünsche. Man hat dabei übersehen, dass man verheiratet ist mit einem völlig normalen Mann. Und ich denke, in diesem Fall sind vielleicht so 3 Schritte nötig, um damit auch konstruktiv umgehen zu können und daraus nicht ein Unheil erwachsen zu lassen. Es wird immer darum gehen, dass wir erstens die Wahrheit entdecken. Ich habe da tatsächlich etwas falsch gemacht. Irgendwas ist da nicht richtig gelaufen bei mir. Und zweitens, dass wir die Wahrheit annehmen. Es stimmt. Ich habe da tatsächlich eine falsche Sicht gehabt. Und drittens, dass wir die Wahrheit umsetzen. Das hieße in unserem Beispiel, dass wir uns von einer Illusion verabschieden. Sich von Illusionen und Träumen zu verabschieden, ist etwas sehr Schwieriges und das mag keiner von uns gerne. Aber ich denke, es wird einfach wichtig sein für unser zukünftiges Miteinander, dass wir uns von solch einem Idealbild verabschieden. Und auf diesem, oder ich möchte sagen, in dieser freien Lücke, die dadurch entsteht, muss etwas Neues wachsen, nämlich einfach eine neue realistische Sicht meines Mannes. Und ich denke, wenn Sie heute nach Hause kommen, dann schauen Sie doch mal, mit wem Sie da verheiratet sind. Da sitzt kein Mann im Goldrahmen und da sitzt auch kein Märchenprinz. Wenn wir es schaffen würden, uns der Wahrheit öfter zu stellen und die Wahrheit anzunehmen, ich denke, wir könnten viele Konflikte vermeiden und wir brauchten dann auch nicht beleidigt zu reagieren. Also auch das, denke ich, würde unser Miteinander oft sehr erleichtern. Und wir könnten dann, wenn uns jemand eine Wahrheit sagt, dann könnten wir schneller sagen, ich glaube, du hast recht, ich werde mal sehen, ob ich das nicht auch verändern kann. Dieses Beispiel lässt ein rotes Warnsignal aufleuchten. Vermeiden Sie im Erleben einer tiefgreifenden Verletzung eine längerfristige Isolierung und bleiben Sie nach einem vielleicht anfänglich notwendigen Verstummen wenigstens mit einigen Menschen im Gespräch. Depressives sich vergraben kann eine vorübergehende Antwort sein, ist aber keine Strategie eines neuen Anfangs. Ein neuer Anfang verlangt immer eine Auseinandersetzung mit dem Trauma. Das heißt erstens die Arbeit der weinenden Trauer, zweitens die Anerkennung des eigenen Zorns, drittens die Annahme, die Akzeptanz des eigenen Schuldanteils und viertens die Planung der Zukunft. Das Fundament dieser Auseinandersetzung ist aber keine nur psychologisch fassbare Veränderung. Denn den inneren Frieden und Heilung finden wir nur, wenn wir vergeben und uns vergeben lassen. Dazu hat uns unser Lebenshilfebuch, die Bibel, Grundlegendes zu sagen. Eine andere Möglichkeit, auf Verletzungen zu reagieren, besteht darin, dass wir vergeben. Aber gerade das erscheint vielen Menschen völlig unmöglich, das zu vergeben, was sie erlitten haben. Dem ständig alkoholisierten Vater zu vergeben, der die Kinder in seinem Alkoholrausch immer geschlagen hat, das kann ich nicht vergeben, das kann ich auch nicht vergessen, niemals. Erst soll der mal um Vergebung bitten. Aber ich denke, auch wenn es einem nicht möglich ist, dann sollte man diese Chance zu vergeben nicht gleich für immer verabschieden. Sie können, wir haben die Wahl, wir haben viele Wahlmöglichkeiten. Sie können sich dafür entscheiden, nicht zu vergeben. Aber ich denke, dann sollten Sie auch die Folgen dabei mit bedenken. Aber ich weiß nicht, ob Ihnen das nicht schon auch aufgefallen ist. Wenn wir beginnen, einen Menschen zu verabscheuen oder zu hassen, also ihn mit negativen Gefühlen zuzudecken, aus welchen Gründen auch immer, dann werden wir der Sklave eines solchen Menschen. Denn der beherrscht doch unsere Gedanken, der geht immer mit uns mit, beherrscht unsere Gedanken und unsere Gefühle. Wir kommen nicht los, immer wieder über die Niederträchtigkeiten des anderen nachzudenken. Wir sind einfach gefangen von diesem Menschen, der uns in der Weise verletzt. Die verfolgen uns einfach
Und wir haben damit unsere Freiheit preisgegeben. Das ist sehr belastend, immer wieder gebunden zu sein an solche Gedanken. Eine Frau hat mal in diesem Zusammenhang die Worte gesagt: Für mich heißt Vergebung auf Rache verzichten. Verzicht ist ja ein altmodisches Wort geworden, wir können heute nicht mehr verzichten. Aber ich denke, für das, was wir so im Inneren erleben, sollten wir hier durchaus mal überlegen, ob hier nicht ein Verzicht auf solche Gedanken angebracht ist. Und dass wir es nicht zulassen, dass diese Gedanken mich ja im Grunde kaputt machen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein befreiender Umgang mit Verletzungen wirklich nur durch die Vergebung möglich ist. Die Botschaft von der Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung, dass ich denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Hier liegt der Kernpunkt, nämlich die Tatsache, dass Vergebung aus der Gefangenschaft von Groll, Hass und Bitterkeit befreien und erlösen kann. Wenn du einem Menschen vergibst, dann lässt du einen Gefangenen frei. Dann aber entdeckst du, dass der wirkliche Gefangene du selber warst. Gilt das auch in dem Zusammenhang, dass wir Menschen vielleicht in unserem Leben nie wieder treffen oder gegenüber Verstorbenen, gegen die wir doch einen geheimen Groll noch haben? Ich denke, wir bleiben an solche Menschen gebunden, wenn wir uns nicht für eine Vergebung entscheiden können und wirklich auch mit unserem Herzen dazu bereit sind. Und Vergebung heißt eben auch, ich verzichte auf irgendeine Rache, ich verzichte auf irgendeine Vergeltung, ich will diesem Menschen das nicht mehr nachtragen. Das kann ganz harte Auseinandersetzungen fordern, das ist mir völlig klar. Und es kann wirklich lange Zeit dauern, es dauert bei Menschen, bei einzelnen Menschen, das möchte ich auch nicht verschweigen, Jahre, bis sie diesen Weg einer Vergebung gehen können. Aber es ist immer eine Befreiung, wenn sie sich dafür entscheiden. Und wenn der andere nichts davon wissen will? Wenn wir ihn um Verzeihung bitten, ihm eine Rose reichen und er uns Dornen zurückgibt? Keine Versöhnungsbereitschaft, keine Bitte um Verzeihung? Dann sollte unsere Rose nicht verblühen. Denn es geht für uns um unsere Entscheidung. Dafür haben wir die Verantwortung vor Gott. In vielen Fällen kann hier ein Schweigen eine erste sinnvolle Antwort sein. Ein Schweigen, aus dem heraus wir lernen können, Gott zu bitten, sich dieser Menschen und unserer anzunehmen. Was aber geschieht, und diese Frage möchte ich abschließend noch mal kurz stellen, mit den Verletzungen, die wir anderen zugefügt haben? Wir können natürlich den Betroffenen aufsuchen oder zu diesen Menschen gehen und können in einem Gespräch oder vielleicht auch wirklich nur in einer Bemerkung um Vergebung bitten. Das kann ein Akt sein, der einem unendlich schwer fällt. Und trotzdem würde ich Sie dazu ermutigen, kaufen Sie einen Blumenstrauß und überwinden Sie sämtliche Stufen und Klingeln und bitten Sie einfach um Vergebung für das, was zwischen uns war. Das macht einfach Platz für eine große Freude und Erleichterung. Ich habe mir so beim Aufschreiben dieser Gedanken mal vorgestellt, dass Sie ja gerade jetzt aktuell durch diesen Film der Passion Jesu, dass Sie alle Bilder kennen, an denen Jesus am Kreuz dargestellt ist. Und ich würde mal an Ihre Fantasie gerne appellieren. Stellen Sie sich doch mal vor, dass dieser Körper Jesu völlig bedeckt ist mit Zetteln, und zwar mit Schuldzetteln. Und auf jedem dieser Zettel steht Ihr Name. Und in dem Moment seines Sterbens, das ist ja diese freudige biblische Botschaft, im Moment seines Sterbens sind alle diese unsere Schuldzettel zerrissen, ausgelöscht, nicht mehr vorhanden, ungültig geworden. Das ist göttliche Vergebung. Diese ausgestreckte Hand Gottes gilt es persönlich zu ergreifen. So werden wir losgelöst, erlöst von den Verletzungen, die wir anderen angetan haben. Und so finden wir Ruhe und Heilung. Ist das nicht genau das, was Sie, was wir suchen?